Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei meiner neuen Bücherwoche. Heute am Sonntag, den 6. März. Ja, tatsächlich schon die erste Märzwoche wiederum. Ich bin heute noch ein klein wenig fertig. Ich glaube, man könnte es mir auch ansehen. Wir hatten ja gestern das dritte weiß-blaue Booktuber-Treffen, bayerische Booktuber-Treffen in Regensburg. Und es ist eigentlich unglaublich, man macht eigentlich den ganzen Tag nichts, außer rumlaufen, durch Buchhandlungen, sich mit Leuten zu unterhalten und den Tag zu genießen, und man ist trotzdem so kaputt. Also ich war gestern Abend, ich dann zu Hause war, erstmal in der Wanne und habe mich entspannt, bin relativ früh zu Bett und habe dann geschlafen wie ein Baby und fühle mich heute auch noch so ein bisschen matschig. Dabei hat man, wie gesagt, eigentlich nichts gemacht, außer rumgelaufen und sich unterhalten. Ich würde jetzt auch einfach mal mit meinen kleinen Eindrücken zu dem bayerischen Booktuber-Treffen vorgreifen, habe dann zwei Bücher gelesen bzw. gehört. Ich habe durch mein Audible-Abo gehört, Mein Herz wird dich finden von Jessie Kirby. Und ich habe von Chris Wagner den vierten Teil der ewigen Reihe gelesen, der jetzt im Februar aktuell herausgekommen ist, und zwar von Sterbenden Engeln. Ihr findet in der Infobox, wann ich mit den beiden Rezensionen anfange, wenn euch jetzt vielleicht das Geplauder übers Booktuber-Treffen nicht so interessieren sollte. Ja, mein Tag gestern ging los. Ich glaube, 7.40 Uhr ist mein Zug in Hof losgefahren. Ich hatte eine zweistündige Zugfahrt. Die war ganz angenehm. Ich habe mein Hörbuch zu Ende gehört, wollte dann eigentlich beginnen mit dem E-Book, habe dann aber wirklich einfach die schöne Umgebung genossen. Also ich habe noch so knapp eine Stunde zu hören gehabt. Ich habe erstmal gefrühstückt im Zug, ein bisschen Musik gehört. Und er hat dann das Hörbuch gehört, dann war man irgendwie schon fast da und dann hatte ich ein total geiles Erlebnis. Also, ja, muss es einfach erzählen. Ich war so hin und weg und dachte, irgendwie läuft alles richtig auf dieser Welt. So beim Aussteigen treffe ich draußen am Ausgang einen großen weißen Schäferhund, ein wunderschöner Hund. Und ich habe den so ein bisschen betrachtet, er hat mich betrachtet, wie man das halt so ein bisschen macht, und ich glaube, er hat auch verstanden, also die tut mir nichts, ich wusste, er tut mir nichts, und es war ein richtig hübscher Hund. Und dazu hat ein junger Mann gehört, vielleicht 18, 19, 20, und der hat den sehr gut unter Kontrolle gehabt, also ganz liebevoll, der hat wirklich so auf Blick gespurt. Und gerade wie man dann eingefahren ist und es mit den Bremsen so losging, hat er irgendwie zwei Schnalzer losgelassen, dann hat er Platz gemacht, fand ich toll, dass so ein großer Hund einfach so gut erzogen war. Und beim Ausstieg ruft er so hinter ihm her, Geist, komm. Und ich musste so lachen, ich habe wirklich so wie jetzt gestrahlt, und er guckt mich so an. Und hat wahrscheinlich erkannt, oh, hier ist noch eine Game of Thrones Freundin. Und hat dann zu mir gemeint, ich bin leider nicht Jon Schnee, hat er gesagt. Er hat es auf Deutsch gesagt, ich bin nicht Jon Schnee. Und ich musste grinsen und habe gesagt, das ist aber echt schade. Und dann sind wir lachend aus diesem Zug ausgestiegen. Und ich fand das so geil. Ich war total geflasht von diesem Treffen schon so beim Ankommen in Regensburg und fand das so cool, dass jemand seinen weißen Hund Geist nennt, also wie der Schattenwolf ja von Jon Schnee heißt. Und ich fand das so geil. Und dass einfach so die Welt einfach so funktioniert, dass man sich da eben einfach so nah ist, also man kennt sich ja nicht, und hatte aber sofort einen Bezug zueinander, einfach durch so eine Serie, durch ein Buch. Das fand ich echt toll, und das muss ich jetzt einfach auch hier loswerden. Ja, ich war dann sozusagen 9:45 in Regensburg. Wir haben uns dort am Hauptbahnhof, am Burger King getroffen, und als ich da ankam, waren schon ein paar Leute da. So 6, 7 Leute, und wir haben uns ganz herzlich alle begrüßt, und nach sind auch alle anderen eingetrudelt, und wir sind da erstmal in diese Arkaden gegangen und waren in dem Hugendubel, und ich hatte mir vorgenommen, dass ich kein Buch kaufen werde. Ich will es nämlich eigentlich nicht mit mir rumschleppen, und Bücher gibt es ja auch im Hof. Habe mir da wirklich dann nur Inspiration geholt. Ich habe, glaube ich, 5, 6 Bücher fotografiert, an denen ich so ein bisschen Interesse gefunden habe, beziehungsweise auch zwei Empfehlungen von Leuten, die eben mit da waren, unter anderem Feuer und Blut oder Salz und Feuer. Ach, ich merke mir das immer nicht. Ein Buch, das scheinbar schon jeder gelesen hat, nur noch ich nicht. Feuer und Flut. Ist eine Empfehlung von Nico, der da total geschwärmt hat. Dann fand ich toll, sehr interessant, Frostseelen. Das habe ich mit der lieben
Alicia, glaube ich, sehr interessant gefunden. Dann Der Wille des Königs, Royce Buckingham, klang auch sehr vielversprechend. Ja, also ja, das sind so die Bücher, die so ein bisschen angekommen sind. Und dann irgendein Buch, was uns überall über den Weg gelaufen sind, was ich zusammen mit der lieben Paddy dann auch entdeckt habe. Wer war Alice? Ja, das Buch hat mich aber vom Anfassen abgeschreckt. Ich muss es ehrlich so sagen. Es hat sich unglaublich gummimäßig angefühlt und oh, ich fand es ganz schrecklich. Also ich möchte das nicht stundenlang in der Hand halten und lesen. Also das wäre ein Kandidat für ein E-Book. Also ja, ich fand es wirklich, ja, ich fand es ganz grausig. Ja, aber nach dem Hugendubel sind wir Richtung Altstadt. Da waren wir dann auch vollständig und dann waren wir dort in der Buchhandlung Pustet. Und vorher haben wir noch lecker gegessen. Ich habe einen Almhöhi gegessen. Ja, klingt lustig. War auch super lecker, war ganz frisches, selbstgemachtes Brot. Ich glaube mit Paprikacreme, Schinken, Emmentaler Zwiebeln und überbacken. Das war super lecker, zusammen mit einem, ja, ich glaube einen Kräutertee habe ich getrunken. War toll, war eine tolle Location, sehr urig und so von, also so halb draußen, halb drin, ganz, ganz toll. Und ja, dann waren wir eben in dieser Buchhandlung Pustet und da waren wir wirklich relativ lange, ich glaube so knapp 2 Stunden, 1,5 Stunden. Und ja, da ist dann natürlich auch der Austausch so richtig losgegangen, dass man einfach wirklich so von Grüppchen zu Grüppchen und sich neue Grüppchen gebildet haben. Und das ist auch etwas, was mir bei diesem Treffen sehr, sehr gut gefallen hat. Ich war ja bisher nur bei einem vorher dabei in Nürnberg und ich hatte in Nürnberg noch so den Eindruck, dass es oftmals so einfach nur um Bilder gegangen ist. Also, oder um dieses, oh, wir sehen uns zum ersten Mal, das müssen wir festhalten. Also, was ich auch gemacht habe und nicht negativ jetzt sagen möchte. Aber gestern hatte man so einfach, also hatte ich zumindest den Eindruck, dass es irgendwie herzlicher war und man sich mehr miteinander beschäftigt hat. Also, dass es nicht darum ging, alles Mögliche festzuhalten und was natürlich total untypisch eigentlich für Videoblogger ist. Aber das war für mich ein ganz tolles Gefühl. Also einfach nicht dieses, jeder hält mit der Kamera irgendwie drauf oder jeder hält irgendwie jeden fest. Und also das war gestern, fand ich, sehr, sehr schön. Man hat sich lange auch einfach mal unterhalten können. Also da waren wirklich tolle Gespräche dabei und interessante Gespräche, tolle Austausch, der halt nicht nur unbedingt um Bücher ging, sondern eben auch mal um private Dinge oder einfach um die jetzige Situation, was auch immer, auch um Regensburg. Und das fand ich persönlich wirklich ganz, ganz toll. Es gibt natürlich ein Gruppenfoto, das ich, wenn ich schon, ich glaube irgendwie auf Instagram habe ich schon eins gesehen, das ich euch dann einfach mal einblenden werde oder ihr dann auch demnächst auf Facebook und Instagram von mir sehen werdet. Guckt da mal in die Infobox. Ich weiß noch nicht, ob alle schon ihre Fotos hochgeladen haben. Also ich persönlich habe nur 2 Bilder gemacht neben den Bücherbildern und das waren wirklich dann eher so privatere Fotos und also wo ich sage, die habe ich einfach für mich gemacht und ja, also ich fand das ein ganz, ganz tolles Treffen. Und dann fand ich noch sehr, sehr toll, ich habe die liebe Angelika getroffen. Hallo, liebe Grüße an dich, die nur knapp so eine halbe, dreiviertel Stunde von mir entfernt wohnt. Also wir haben uns schon auf dem Treffen drüber unterhalten, woher wir sind, haben dann irgendwie festgestellt, wir müssen wohl im gleichen Zug gesessen haben und haben dann auch heimwärts den gleichen Zug genommen. Also fand ich sehr schön, war sehr tolle Unterhaltung. Und ich glaube, dass dadurch, dass man halt so nah beieinander wohnt, da bestimmt irgendwie demnächst mal ein Kaffee möglich ist und dass wir uns da einfach ein bisschen austauschen können. Haben auch Nummern getauscht und das hat super viel Spaß gemacht. Dann heimwärts einfach noch so eine gute Unterhaltung zu haben und wir waren vorher nochmal in dem Hugendubel in den Arkaden am Bahnhof. Da habe ich mir dann auch ein kleines Andenken mitgenommen, weil ganz ohne geht es dann nicht. Und zwar diese Lesetasche, die ihr hoffentlich erkennen könnt. Also ihr seht wahrscheinlich jetzt das Mintgrün mit einer kleinen Eule. Und dann steht drauf lesenswert. Und ich habe ja auch immer mal in der Arbeit Bücher dabei und habe da sonst immer die etwas unhandlicheren, wo man erst das Buch reinstecken muss dabei. Und fand das jetzt aber ganz schön, weil man das eben wie einen Beutel aufmachen kann und dann eben sein Buch reinstecken kann. Und wie ihr seht, also es ist wirklich gut verstaut und es ist ja ein relativ normal großes Buch. Und ja, also ich fand die toll, die durfte mit. Dann durfte noch eine Postkarte mit, die hier hinten ich hingestellt habe. Ganz untypisch Regensburg, aber ich fand den Spruch toll. Lieber verrückt und glücklich als normal und schlecht gelaunt. Und ich fand die einfach so cool, weil ich mich selbst gerne mal als verrückt
Ja, genau. Betitle, ich stelle sie dann wieder hin. Und man ja oft wirklich normale Menschen trifft, oder scheinbar normale Menschen, und die wirklich immer ein Gesicht ziehen. Die trifft man auch manchmal hier auf YouTube, wo ich denke, ja, dann lieber verrückt und irgendwie durchgeknallt, aber glücklich, ne? Also fand ich einfach toll und trifft man eben auch, ja, auf der ganzen Welt so ein paar verrückte Menschen. Und ein paar davon waren es eben auch gestern und ich fand es einen ganz, ganz tollen Tag. Und freue mich wirklich auf das nächste Treffen, was hoffentlich nicht zu weit von mir entfernt ist. Weil ich denke, so länger als 2,5 Stunden Fahrt ist dann schon für eine Tagesreise fast ein bisschen weit. Wenn man dann irgendwie 6-7 Stunden im Zug säße, nur um dann 3 Stunden dort zu verbringen. Das ja, ist dann nicht mehr Relation. Aber in 2 Wochen ist ja schon die Leipziger Buchmesse. Da werden leider gar nicht so viele von dem Treffen da sein. Aber auf die, die dann da sind, freue ich mich sehr. Natürlich auch auf alle anderen. Und ja, ich werde ja Samstag da sein, habe schon so ein paar Termine, die koordiniere ich jetzt in der Woche mal noch so nach und nach und freue mich dann auch wirklich wieder Menschen, Blogger, YouTuber, Zuschauer und einfach Leser und natürlich auch Autoren und Verlagsmitarbeiter zu treffen und ja, bin da total gespannt auf diesen Termin. So, mehr aber gar nicht zum Booktuber-Treffen, denn ja, ich glaube, ich habe jetzt genug erzählt. Ja, dann würde ich jetzt sagen, starten wir einfach mal mit dem Hörbuch, das ich die Woche gehört habe. Mein Herz wird dich finden. Von Jessie Kirby habe ich über mein Audible-Abo ausgewählt, weil ich nach Dystopie und High Fantasy einfach mal etwas Schnulziges, Liebevolles wollte. Und das Buch eben auf der Wunschliste stand. Es ist ja auch ganz frisch erst im Februar rausgekommen. Und ja, da habe ich es mir jetzt einfach mal ja, in die App geholt, habe es jetzt die Woche gehört. Dauert 6,5 Stunden und sind 368 Seiten. Die Sprecherin ist Annina Braun-Miller-Jest. Und ich dachte mir, okay, die Stimme kommt ihr bekannt vor. Und habe dann tatsächlich auch mal gegoogelt, wem sie so synchronisiert hat. Und es ist die Synchronstimme von Kristen Stewart aus den Twilight-Filmen. Ja, ja, so war etwas Schlimmes hatte ich schon erahnt. Ich glaube, sie hat ja auch die Biss-Bücher gelesen, also die Hörbuchversion. Und die habe ich ja auch da. Und da ist sie mir ziemlich auf den Keks gegangen. Also ich mochte die Stimme von den Twilight-Hörbüchern nicht, habe auch, glaube ich, nur Band 1 und 2 als Hörbuch da. Fand sie aber jetzt in diesem Audible-Abo um einiges besser. Also ich fand die Stimme dann sehr angenehm. Ich glaube einfach, weil sie nicht diese typische Kristen Stewart-Übersetzung gemacht hat, sondern wahrscheinlich einfach frei mehr oder weniger gesprochen hat. Ich finde es ganz wichtig bei einem Hörbuch, dass einem die Stimme zusagt. Und bei der Hörprobe war das auch absolut so. Ich fand sie sehr angenehm. Sie hat das auch sehr schön mit den unterschiedlichen Stimmen gemacht, wenn eben mal mehrere sprechen. Hat mir sehr gut gefallen. Also von der Stimme absolut gut. Man hört natürlich immer mal heraus, es ist Kristen Stewart, also oder eher gesagt eben Bella. Also ja, das ist so, wenn man es dann weiß, denkt man sich, okay, aber es war absolut nicht schlimm und sehr angenehm. Also es war eine sehr schöne Erzählstimme. Das Buch würde 16,99 kosten, das E-Book 14,99 und das Hörbuch als MP3-Version heruntergeladen 14,85. Ja, 6,5 Stunden habe ich schon gesagt. Und ja, um was geht es in dem Buch? Es geht um Mia, die ihre erste große Liebe getroffen hat. Sie schon glücklich, ja, über, ich glaube, die 1 Jahr, 1,5 Jahre waren. Und ja, Jacob, das ist ihr Freund, was natürlich jetzt auch noch zur Stimme von Bella zu Kristen Stewart irgendwie perfekt gepasst hat. Ja, ich glaube, sogar daran konnte man es dann festmachen, wie sie Jacob ausgesprochen hat. Aber ja, Mia und Jacob sind also glücklich, bis Jacob bei einem Autounfall stirbt. Und er und auch seine Eltern haben sich dazu im Grunde ja abgesprochen gehabt, dass er seine Organe spenden möchte, wenn er denn sterben sollte. Und ja, Mia und auch der Oma von Jacob hat das nicht so ganz gefallen, aber es ist ja der letzte Wunsch und dem geht man natürlich nach. Und Mia ist jetzt ein wenig auf der Suche nach den Organempfängern. Und das ist ja in den USA ein bisschen anders wie bei uns.
da kann man ja wirklich angeben, ja, ich möchte bekannt gemacht werden, dass ich der Empfänger bin, beziehungsweise wer die Angehörigen des Spenders sind. Und das gibt es ja in den USA sehr, sehr häufig, dass sich diese Menschen wirklich treffen, Freundschaften daraus entstehen und man sieht es ja auch immer mal im Fernsehen, auch Liebe entsteht. Und das ist so auch ein bisschen der Gedanke der Geschichte, denn Mia trifft einige Organspender, nein, Empfänger, und ist dann eben auf der Suche nach dem Empfänger des Herzens von Jacob, weil sie wissen möchte, ob eben etwas von ihr übrig ist in diesem Herz. Und das fand ich einen sehr schönen Gedankengang, dass da tatsächlich etwas übrig bleibt. Also das hat mich eben so gereizt, auch an dieser Geschichte. Es ist aber keine Organspende-Ja- oder Nein-Geschichte, sondern es ist wirklich eine gefühlvolle Geschichte aus Sicht von Mia, als sie dann eben ein bisschen intensiver auf die Suche nach dem Empfänger geht, denn er möchte, namentlich Noah, möchte eigentlich nicht Kontakt zu der Empfängerfamilie aufnehmen, nein, zu der Spenderfamilie. Gott, ist das verwirrend. Ja, also eigentlich will er nicht wissen, wer der Spender seines Herzens war, denn das ist natürlich etwas ganz anderes als bei manch anderer Spende, dass man da eben tatsächlich weiß, dass der andere gestorben ist. Was ja bei einer Lunge oder Leber oder einer Niere ja nicht immer oft so der Fall ist. Und hier aber ganz klar ist, ja, der Mensch ist tatsächlich tot. Und er wollte keinen Kontakt, hat das auch angegeben, aber Mia lässt nicht locker, findet ihn dann irgendwie über eine Internetseite, denn seine Schwester, also Noahs Schwester, hat einen Blog geführt über die Krankheit und dann auch die Genesung von ihrem Bruder und dadurch findet sie ihn. Und natürlich geht sie dann auf die persönliche Suche nach ihm und findet ihn dann tatsächlich ein paar Kilometer von ihr entfernt. Und er ist ein lockerer Surfertyp und entwickelt sich etwas zwischen beiden. Und natürlich fragt sich Mia eigentlich 3/4 des Buches, soll ich es ihm sagen, soll ich es ihm nicht sagen, wie soll ich es ihm sagen? Und ja, es ist dann natürlich eine Liebesgeschichte. Und wir erfahren auch sehr viel über Noah und dass vielleicht doch etwas in den Herzen übrig bleibt. Das erfahren wir so ein bisschen gegen Ende des Buches. Ich muss gestehen, ich habe etwas ganz anderes eigentlich von dem Buch erwartet. Ich habe wirklich Schnulz, Kitsch, Liebe, Gefühl erwartet. Mir persönlich war es tatsächlich zu wenig. Ja, das sage tatsächlich ich, die ist ja eigentlich nicht schnulzig und kitschig war. Aber ich wollte ein Feuerwerk an Gefühl. Ich wollte Drama und ich wollte einfach so viel Herzschmerz, wie eben geht. Mir war einfach danach. Und dem ist dieses Buch leider nicht gerecht geworden. Es war sehr viel hin und her in mir. Kopf, dieses ständige, sage ich es ihm, soll ich es ihm sagen, muss ich es ihm sagen, kann ich es ihm sagen, wie kann ich es ihm sagen, soll ich es vielleicht nicht. Auch dieses Hin und Her zwischen, ja, eigentlich liebe ich noch Jacob, aber ich finde auch Noah toll und was würde Jacob dazu sagen? Ja, also das war mir persönlich zu viel hin und her, das muss ich ehrlich sagen. So ein Mensch, das habe ich schon mal gesagt, bin ich einfach nicht, der sich ständig solche Fragen stellt. Für mich ist eine Entscheidung getroffen und dann gehe ich diesen Weg. Und ich habe da Mia oftmals einfach nicht verstanden. Natürlich ist sie ein junges Mädchen, 16, 17, 18 und hat natürlich eine sehr schwere Zeit hinter sich. Und ich kann manchmal schon verstehen, dass man da hin und her gerissen ist. Aber spätestens als sie eigentlich auf die Suche nach dem Empfänger gegangen ist, dachte ich, Mensch, hier, erzähl ihm das. Und dann dachte ich eigentlich, daraus entwickelt sich dann eine Liebesgeschichte. Es kam aber dann tatsächlich anders. Und es ist dann sind dann auch noch Dinge passiert, so nach 3/4, wo ich dachte, puh, jetzt setzt ihr aber auch noch einen drauf. Also es gab dann noch so Nebengeschichten, die es für meinen Geschmack gar nicht gebraucht hätte, weil ich die Geschichte an sich eigentlich spannend genug fand und dachte, ja, jetzt muss wieder was passieren und noch was. Und mir war es dann auch irgendwann einfach, um das wieder was passiert ist in der Geschichte, das einfach so nicht gebraucht hat, fand ich es persönlich einfach ein bisschen schade. Also für mich war die Geschichte nicht absolut rund. Sie war vom Erzählerischen sehr schön erzählt. Also ich mochte die Sprache, die so ein bisschen poetisch war, die so ein paar Weisheiten des Lebens hatte, die auch so einfach zum Genießen des Lebens aufruft, denn man weiß ja nicht, was morgen ist. Das fand ich sehr, sehr schön und sehr gelungen. Und ich mochte auch Mia, ich mochte ihre Familie, ich fand ihre Schwester Ryan ganz toll, ich mochte Noah, ich fand Noah total klasse. Und ich mochte auch, wie die alle so miteinander ein bisschen einfach zusammengearbeitet haben sozusagen, also miteinander waren. Aber hin und her, mir, das fand ich persönlich zu viel und ich hätte mir einfach viel mehr Geschnulze erwartet
Und nicht so nur die letzte Viertelstunde ist es dann gar triefig geworden. Das fand ich persönlich unglaublich schade, weil ich einfach mit anderen Erwartungen und einem anderen Gefühlswunsch an dieses Buch herangegangen ist. Ich wollte da eigentlich auch weinen und ich wollte lachen und das hat dieses Buch eigentlich nicht geschafft. Es gab so Schmunzelmomente, aber ich habe keine Träne vergossen und ich wollte das ja eigentlich in diesem Buch. Und finde ich sehr schade, aber es war ein gutes Buch, keine Frage. Mir hat wirklich die Sprache gefallen und ich fand auch den erzählerischen Stil und auch wie es vorgelesen wurde gelungen. Aber so das gewisse, das hat mir einfach ein bisschen gefehlt. Und dann geht es weiter mit einer Kurzgeschichte, die ich in dieser Woche gelesen habe. Und zwar von Chris Wagner, von dem ich bereits Teil 1 und 2 der ewigen Reihe gelesen habe. Und es ist jetzt sein vierter Teil im Februar herausgekommen. Und mir wurde das Buch wieder von ihm und dem Edivia Press Verlag zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür. Und zwar ist der vierte Teil von Sterbenden Engeln. Als E-Book findet man es auf Amazon für 2,99 Euro. Es hat 104 Seiten und beschäftigt sich wieder mit den Ewigen, die wir ja bereits aus den anderen Teilen kennen. Und ich möchte hier sagen, man kann die Bücher ganz komplett unabhängig voneinander lesen. Sie bauen nicht aufeinander auf. Es ist keine typische Buchreihe, wo man eben den Band vorher kennen muss. Gar nicht. Ich habe, glaube ich, Band 3 gelesen und dann Band 1 und jetzt Band 4. Und es ist einfach, wir haben eben eigentlich bis jetzt immer bei 1 bis 3 einen Protagonisten gehabt, Simon, ein Ewiger, der uns an verschiedene Orte in verschiedenen Zeiten führt. Und das ändert sich jetzt hier mit Band 4. Und zwar haben wir hier Thyri und auch sie ist eine Ewige. Und sie hat viele, viele Fragen zu ihrem Dasein, warum sie nicht altert, warum sie nicht stirbt, warum sie schon so lange auf der Welt ist. Was ist der Sinn ihres Daseins? Und sie hat wirklich ganz, ganz viele Fragen. Manche werden diesmal wirklich erklärt. Das fand ich sehr toll, denn man hat natürlich auch schon bei Simon diese Fragen im Kopf gehabt. Und bei Thyri kommen jetzt auch Antworten. Es tun sich dafür aber auch wieder ein paar Fragen auf. Und Thyri und Simon kennen sich auch, denn Thyri erzählt im Grunde auch in der Geschichte was über Simon. Was jetzt kein Schlüsselerzähl ist, dass uns irgendwas aus den anderen Geschichten klarer wird, sondern einfach wirklich nur die Tatsache, dass sie ihn eben gerne mal wieder treffen möchte. Die Geschichte spielt im 17. Jahrhundert. Wir sind im österreichischen Schrattental, noch nie gehört, deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben. Und Thyri arbeitet dort als Magd. Denn Mägde und überhaupt Diener sind in dieser Zeit eher wie Möbelstücke, werden nicht beachtet. Und da fällt natürlich jemand gar nicht auf, der gar nicht altert. Denn es nimmt sie keiner zur Kenntnis, sie ist halt einfach da. Und das fand ich auch eine sehr schöne Idee. Also dieser Gedanke und diese Idee, dass man das eben so verpackt und es auch einfach so Sinn gemacht hat, fand ich ganz toll gemacht von Chris Wagner. Und das war schon was, wo ich am Anfang dachte, der weiß genau, wie es geht. Also man muss natürlich auch, das erlebt man jetzt zum Beispiel auch bei Vampirgeschichten, man muss sich da natürlich schon logisch was einfallen lassen, warum es keinen auffällt, dass man altert. Also gibt ja auch sehr unlogische Beispiele, aber das hat hier Chris Wagner wieder toll geschaffen, tolle Logik dahinter erzählt und das hat mir schon super gut gefallen, als das so ziemlich am Anfang erzählt wurde. Ja, Thyri trifft in ihrer Geschichte auf Enlin, ein toller Name, und Enlin gibt sich selbst als Himmelsbotin aus. Und hier vermutet Thyri, dass sie vielleicht auch eine Himmelsbotin, ein Engel, eine Gottgesandte ist und versucht dadurch ein bisschen mehr herauszufinden und auch die Dinge, die zum Beispiel Helena passiert sind, zu lösen. Denn Helena lebt bei einem sehr ruppigen Mann als Dienerin, der mysteriöserweise verschwindet und sich dann sogar noch selbst eingräbt, selbst begräbt. Und es gehen sehr gruselige Dinge in Schrattental vor. Das Buch hat nur knapp 100 Seiten und da kann man natürlich jetzt gar nicht so viel erzählen, weil man natürlich unglaublich schnell vielleicht irgendwas spoilern oder sonstiges würde. Und das möchte ich nicht. Denn die Geschichte ist spannend. Sie ist packend, sie ist mitreißend erzählt, sie ist gruselig und auch sehr mystisch. Eine unglaubliche Mischung, aber
Leider nur 100 Seiten. Das muss ich wirklich sagen. Ich finde die Geschichten unglaublich spannend und mir macht es toll, ganz viel Spaß in diese Geschichten einzutauchen. Aber sie sind so schnell vorbei. Chris, wenn du das Video siehst, ich erwarte demnächst einen längeren Roman, in dem man sich fallen lassen kann, den man stundenlang genießen kann. Bei mir sind wirklich 100 Seiten zu wenig. Also das muss ich wirklich sagen. Es passieren dann viele Dinge in kurzer Zeit und man hat gar keine Zeit zum Verschnaufen und das setzen zu lassen und das wirken zu lassen, weil es dann weiterspringt. Und ich möchte das einfach länger genießen können. Also das ist so mein einziger Kritikpunkt, denn die Geschichte, der leichte Grusel, ist da vielleicht sogar der Teufel am Werk oder was ist da Böses in Schrattental unterwegs? Was hat es mit der Himmelsbotin auf sich? Das sind so Dinge, die einen wirklich beschäftigen, die einen nahe gehen, die einen gruseln lassen und ja, die einen fesseln. Und das hat er absolut geschafft, sogar auf 100 Seiten. Und man geht nach diesen 100 Seiten raus und denkt sich, und jetzt ist es vorbei. Shit. Also das ist so. Es ist eine tolle Geschichte, die wirklich gerade für zwischendurch absolut empfehlenswert ist. Ich bin ja kein Parallelleser und eben auch kein, also auch beim Hören und Lesen, das ist für mich, ich genieße immer gerne eine Geschichte, hatte aber hier einfach die Möglichkeit, immer in der Mittagspause zu lesen und hören. Ich hatte meine Kopfhörer vergessen, blöd. Deswegen habe ich dann eben den E-Book-Reader gezückt. Und eben gelesen. Ich habe es in zwei Pausen dann tatsächlich weggelesen gehabt. Ich fand es unglaublich spannend. Also jeder, der mal was für zwischendurch möchte, der Kurzromane mag, der ist hier wirklich absolut richtig. Und zu dem Preis von 2,99 kann man absolut nichts falsch machen. Und es ist wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte, die mich wirklich gepackt und gefesselt hat. Und ich habe mir auch noch zwei Zitate rausgeschrieben, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Aber das Böse existiert nicht wirklich. Das Böse ist nichts weiter als die Abwesenheit des Guten. Und das fand ich einfach sehr treffend, sehr echt und hat mir gut gefallen. Auch das zweite: Religionsstreitigkeiten waren seit jeher der ideale Nährboden für die dunklen Mächte. Und wenn wir jetzt an unsere eigene Zeit denken, merken wir, ja, da ist tatsächlich was Wahres dran. Also so weit ist der Gedanke gar nicht weg. Und es ist, glaube ich, auch einfach das, was so erschreckend an diesen ganzen Religionskriegen, egal ob das irgendwann mal die Tempelritter waren, die Katholiken waren mit ihrer Hexenverbrennung, ob das das Römische Reich noch war oder wenn es jetzt weitergeht mit dem sogenannten IS, Religion vorgeschoben und es ist nichts anderes als vorgeschoben, denn es geht einfach nur um Macht, schürt eben die dunklen Mächte. Fand ich sehr toll, fand ich sehr treffend und wirklich eigentlich. Ja, es hat einfach so getroffen und es hat mich eben auch so getroffen. Also fand ich sehr toll, tolle Geschichte. Lest euch mal eins der Bücher von Chris Wagner oder auch einfach mal die Klappentexte, welches euch am ehesten anspricht, weil es sind eben immer unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Orte und das hier finde ich, gerade weil es Österreich ist, wo man sagt, das kennt man ja ein bisschen, auch wenn ich jetzt Schrattental nicht kenne, hat das natürlich so ein bisschen Heimatbezug. Fand ich sehr, sehr gelungen. Dann habe ich diese Woche auch sehr oft und sehr viel in der aktuellen Herzstück gelesen, Folge deinem Herzen. Da waren wunderbare irische Kraftkarten mit drin, fand ich sehr, sehr toll, habe ich auch schon verschenkt. Fand ich sehr schön. Habe ich auch einen Today-Marker in meinem File-Effex draus gebastelt, finde ich toll. Es geht um Achtsamkeit, um Lebensfreude, es geht um Glücksrezepte und was mir besonders gut gefallen hat, war die Überschrift eines Artikels, das innere Kind entdecken. Und da sind wirklich Punkte mit dabei, wo ich mir denke, ja, ich will viel mehr inneres Kind haben. Und dann war noch etwas drin mit Zerstreuung und das fand ich auch sehr cool. Also ich liebe solche Magazine, ich finde auch wirklich die Herzstück neben der Flow wirklich mit am gelungensten. Dann vielleicht auch noch so die Happy Way ist toll, die Mavi ist immer ein bisschen unterschiedlich, mag ich sehr, sehr gerne. Und die Herzstück auch diesmal wirklich sehr, sehr gelungen und wer sowas gerne liest oder mal probieren möchte, sollte einfach mal dazu greifen. Und jetzt guckt mich meine Mienz an, ich weiß nicht, was sie hier sieht, ich habe gar keine Bonbon da, aber sie mag mal kuscheln. Ja, die haben einen natürlich vermisst. Wenn man dann den ganzen Tag nicht da ist, ja, da muss man abends erstmal nachholen, stundenlanges Geschmuse und es geht eben jetzt weiter. Ja, sind die gerade beschäftigt. Ja, ich kann gerade jetzt kein nächstes Buch zeigen, ich muss mal kurz mit der Katze schmusen oder mal schnell schnappen. Da ist meine Sunny. Vielleicht hört er sie sogar schnurren. Jetzt hast du aufgehört. Hm? Oh, Kuh, habt ihr es gehört? Ja, naja, ist ein bisschen kamerascheu.
Ja, dann ist ja diese Woche, also das war es soweit mit gehört und gelesen. Mehr habe ich nicht geschafft, weil ich habe Game of Thrones geschaut. Staffel 3 und Staffel 4 angefangen. Freue mich jetzt auf Staffel 5, die ja in knapp 1,5 Wochen erscheint und ich dann ja Urlaub habe nach der Leipziger Buchmesse und vor Ostern die Woche und da auf jeden Fall Staffel 5 gesuchtet wird. Ja. Da kann es draußen auch 40 Grad haben. Ich werde Game of Thrones Staffel 5 gucken. Zum Glück habe ich einen transportablen DVD-Player. Das vielleicht dazu. Man kann also auch bei 40 Grad schauen. Ich glaube nicht, dass es Ostern schon so warm wird, aber man weiß es nicht. Ansonsten diese Woche, ja, warum ist vielleicht nicht mehr gelesen worden? Ich habe in dieser Woche ein bisschen die Tätigkeiten in meiner Firma geändert zum 1. März. Und ich habe doch ein bisschen unterschätzt, wie stressig es ist, ein bisschen mehr, ein bisschen Neues zu lernen. Und dementsprechend war es halt dann wirklich nur so ein bisschen gelesen. Weil ich dann wirklich abends gesagt habe, ach ja, guckst du ein bisschen Game of Thrones. Also die Serie hat mich in den Bann, auch die Bücher. Ich würde am liebsten jetzt schon zum dritten Band greifen. Aber es sind einfach auch andere tolle Bücher auf dem Sub. Und man bekommt ja leider nicht pro gekauftes Buch auch ein bisschen Lesezeit dazu geschenkt. Und ich möchte jetzt natürlich erstmal so ein bisschen die anderen Bücher lesen. Und ja, ich denke mal, der dritte Band, vielleicht wird er dann tatsächlich in der Urlaubswoche angefangen. Ich schaue mal, wie weit ich so komme. Bei mir sind in dieser Woche drei neue Bücher eingezogen, die ich euch in einem Unpacking am Freitag schon gezeigt habe. Denn ich habe bei dem Gewinnspiel zur Lovely Box gewonnen. Und es kam dann ganz überraschend, dass ich eigentlich, glaube ich, sogar die Mail erst danach entdeckt habe oder gelesen habe, als die Box schon da stand. Und ich habe mich sehr, sehr gefreut über die Box und auch über die Bücher. Und ich zeige sie euch nochmal kurz. Von Tom Cooper, Das zerstörte Leben des Wes Trench. Ein sehr cooles Cover, spielt in den Südstaaten. Aber ich glaube, zu einer relativ normalen Zeit. Und es soll packend sein mit Liebe, Abenteuer, störrisch und auch von Verlusten. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Dann von Shida Basya, Nachts ist es leise in Teheran. Ein Buch, das ich interessant finde, aber es wird nicht das erste aus diesem Stapel sein, das ich lesen werde. Das andere zeige ich euch gleich. Hier geht es eben um die Geschichte eines iranischen Mädchens, das eben mit ihren Eltern nach Deutschland kommt. Und ja, wir hier einen hochaktuellen, bewegenden Roman haben über Revolution, Unterdrückung, Widerstand und den unbedingten Wunsch nach Freiheit. Klingt spannend, klingt interessant. Ich mag so einen Kulturenmix in Büchern immer sehr, sehr gerne. Und dann ein Buch, das ich unglaublich spannend finde, das mich wirklich sofort angesprochen hat und das ich gestern sogar in Regensburg in der Buchhandlung gefunden habe und mich da mit der lieben Steffi mit Ys, ich glaube Steffis Bücherexpress, ach, ich und meine Namen, denn die hat auch die Lovely Box bekommen, dann auch unterhalten habe, dass wir uns vorstellen können, dass das wirklich eins der Bücher aus den dreien ist, die wahrscheinlich wirklich ganz hoch an die Spitze der Bücherlisten geht. Und zwar von Elizabeth Laban, Leben. So wüst und schön sah ich noch keinen Tag. Und dazu auch ein sehr, sehr tolles Cover, was uns echt, also auch ihr und auch vielen anderen dann gefallen habe. Und es das heißt hier, ist ein ganz und gar ergreifendes und faszinierendes Buch, das seine Leser bis zur letzten Seite fesselt. Es wird sie dazu bringen, ihr Verhalten zu überdenken und vielleicht sogar ihre Sicht auf die Welt zu verändern. Und darauf freue ich mich. Also das ist wirklich das Buch, was als erstes ganz oben auf diesem Stapel sozusagen liegen wird. Und dann werden eben diese Bücher nach und nach gelesen. Das Motto der Lovely Box, schläft mir das Bein ein, war New Kids on the Box. Also es ging dann eben um Debütautoren, die sich eben in dieser Box befinden. Ich bin sehr gespannt, was die nächste Box bereithalten wird. Und ja, guckt da einfach mal auf Lovely Books, meldet euch einfach mal an. Ihr findet auch meinen Account mit allem Lesestatus und sonstigem unten in der Infobox. Und versucht da einfach mal euer Glück, wenn das was für euch ist, dass ihr euch sagt, ihr lasst euch auch einfach mal in der Bücherlieferung sozusagen überraschen. So, jetzt mal schnauben. Was möchte ich als nächstes lesen? Also ich habe gestern angefangen mit dem neuen Buch von Bettina Behlitz, die Diamantenkrieger-Saga. Ich habe aber nicht mehr viel im Bett geschafft, weil ich wirklich so müde war. Damit wird es weitergehen und dann möchte ich gerne Raum lesen, was eigentlich hier stehen müsste. Samt meinen Teddybären aus Berlin heruntergeworfen.
Gott, das Bücherregal müsste auch mal abgestaubt werden. Wer hat Zeit? Nein. Raum von Emma Donoghue. Donoghue, wie auch immer. Das kommt ja jetzt demnächst in die Kinos. Es ist jetzt irgendwie gerade die Sonne so hell, deswegen, ja. Ich hoffe, man sieht es trotzdem. Das ist ja jetzt demnächst in die Kinos, kommt ja in die Kinos. Und das war eben auch der Grund, weswegen ich das Buch damals bei Rebuy bestellt habe, weil ich es eben vor dem Kino lesen wollte. Und ich glaube, dass das so die Bücher, beiden Bücher der Woche sein werden. Und ich freue mich da sehr drauf, sowohl auf Raum wie auf das Neue von Bettina Behlitz. Und bin da einfach sehr, sehr gespannt. Es wird ein bisschen Game of Thrones weitergeben, weil ich die vierte Staffel auf jeden Fall ein bisschen gucken werde. Es muss einfach sein, ich kann nicht anders. Und nach dem sehr, sehr geilen Treffen mit dem weißen Hund namens Geist, also ich meine, das ist doch ein Zeichen, oder? Also ja, musste einfach sein. Ja, ich glaube, das war es soweit zu der Woche. Vielleicht nochmal kurz was zur Leipziger Buchmesse. Also wenn ihr da seid am Samstag und vielleicht nicht nur auf dem Booktuber, Blogger-Treffen seid. Wenn ihr mich seht, ich habe es auch schon jetzt vor dem bayerischen Booktuber-Treffen gesagt, kommt einfach, sagt Hallo. Und es ist natürlich für uns Booktuber immer ein bisschen schwierig. Wir mit den kleinen Fotos zum Beispiel auf YouTube, man bringt dann nicht immer direkt ein Gesicht damit in Verbindung. Das war auch gestern so ein bisschen zum Beispiel mit Angelika so, mit der ich mich ja dann durch die Zugfahrt noch ein bisschen länger und so unterhalten konnte. Das ist immer schwierig. Wir kennen halt wirklich dann nur das Foto von euch und teilweise ist da ja kein Gesicht auf diesem Foto und seid uns daher nicht böse, wenn wir nicht gleich so drauf kommen, wer ihr dann vielleicht seid. Das passiert einfach. Also am besten einfach kommen, sagen, wer ihr seid und dann wird das auf jeden Fall auch ein schönes Gespräch und ein schönes Treffen. Und ich freue mich jetzt schon sehr auf die Leipziger Buchmesse. Also auch wieder auf diese Begegnungen, auf die Menschen, wo ich jetzt schon weiß, wer ist da. Hab da auch schon den einen oder anderen Termin sozusagen ausgemacht und ich freue mich einfach sehr. Also ich, freue mich. Ja, so, ich glaube, das war es so soweit zur letzten Woche. Ich glaube, viel mehr ist nicht passiert. Es reicht auch eigentlich, finde ich. Es ist genug passiert. Und ich würde jetzt einfach sagen, ich entlasse euch in den Sonntag, wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich wünsche euch dann auch schon einen schönen Wochenstart, weil bis das Video jetzt hochgeladen wird, ist ja auch schon Sonntagnachmittag wahrscheinlich. Und bei mir ist es jetzt kurz nach 10. Aber bis das Video natürlich, an Videos diese Woche. Es wird auf jeden Fall mal einen Büchermonat geben und eventuell einen Tag, wenn ich vielleicht auch so ein bisschen, ich glaube vielleicht einen Tag. Ich muss mal gucken, welcher es denn wird, weil da zwei oder drei Interessante unterwegs sind und da entscheide ich mich dann mal spontan für einen. Und ich wünsche, jetzt ist wirklich Schluss. Ich wünsche euch nun einen schönen Tag, dann natürlich auch einen schönen Abend, einen guten Start in die Woche. Lasst euch gut gehen. Natürlich bedanke ich mich bei euch auch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Steffi.